Einen Pokal zu gewinnen oder einen Titel zu gewinnen, ist eigentlich die höchste Priorität, weil das geht so in die Geschichtsbücher ein und das ist halt immer etwas, wo so ein bisschen am Ende der Saison, wo der Erfolg so ein bisschen gemessen wird, was man alles gewonnen hat. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bastis Corner und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, einen Weltmeister, einen, der in Deutschland schon alle Titel gewonnen hat, die es zu gewinnen gibt. Er war schon bei den ganz großen Bs, die es im deutschen Basketball gibt, bei Bamberg, bei Bayern und natürlich in seiner Heimatstadt in Berlin. Ich begrüße Maodo Loh. Was geht ab? Was geht ab, Basti? Ich freue mich, hier zu sein, Mann. Nice, danke sehr. Ey, ich freue mich auch, endlich mal wieder ein bisschen mit dir zu quatschen. Zuallererst würde mich interessieren, wie ist das Leben in Mailand? Ich kann mir das vorstellen. Ich kenne da so ein bisschen deine Interessen, Fashion, Kunst etc. Das ist eigentlich genau der richtige Ort für dich, oder? Ja, doch, 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 doch. Die Stadt ist bisher sehr cool. Genau, es ist der Fashion-Aspekt der Stadt ist schon sehr ausgeprägt. Also man merkt, die Menschen hier sind sehr gut gekleidet, es gibt wahnsinnig coole Läden. Also es gibt immer so ein bisschen was zu tun außerhalb des Trainings, wo man sich so ein bisschen ablenken kann und andere Impulse so ein bisschen sammeln kann. Das Essen ist sehr gut, das italienische Essen. Und Mailand, es liegt auch ziemlich cool. Also es gibt coole Orte in der Umgebung. Also der Como-See zum Beispiel, der ist in der Nähe. Schöne Orte wie Bergamo. Also ich fühle mich hier sehr wohl, ja. Also man kann außerhalb vom Basketball, das ist mir als Spieler ziemlich wichtig, gut abschalten. Das dachte ich mir. Also ich habe sofort gesagt, als ich von diesem Wechsel erfahren habe, dass es von außen gesehen ein sehr guter Fit ist. Jetzt kommen wir mal zur sportlichen Seite. Ich habe von deinem Teamkollegen, von Joe Vogtmann, gehört, dass Mailand aus seiner Sicht eine der professionellsten Organisationen ist, in denen er jemals gespielt hat. Kannst du das bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass die Organisation auf einem sehr hohen Level ist, agiert praktisch. Und es versucht, also der Verein versucht für den Spieler alles so bequem wie möglich zu machen, dass der Spieler sich im Idealfall halt eigentlich nur aufs Sportliche konzentrieren muss. Und dass abseits des Feldes so viel wie möglich alles organisiert wird. Und ich muss schon ehrlich sagen, dass das ein sehr hohes Niveau hat hier bei Mailand und die Art und Weise, wie man reist, wie das Training gestaltet wird, das Thema Ernährung, die Wohnsituation, alles ist schon sehr, sehr cool. Okay, das ist natürlich immer ein wichtiger Faktor, gerade wenn man so eine hohe Belastung hat wie ihr. Du warst zu Anfang, also nach der Weltmeisterschaft, zum Team gestoßen bist, hast dich leider gleich verletzt. Dann war auch ein bisschen Unruhe, hat man von außen so ein bisschen mitbekommen. Nicht sehr guter Saisonstart gewesen. Spürt man bei so einem großen Verein, auch mit so viel Tradition, auch nochmal einen besonderen Druck? Ich meine, du warst bei den Bayern, du warst bei Alba, das sind sehr große Vereine in Deutschland. Aber ist das in Italien schon nochmal eine Stufe höher, wenn man bei so einem Verein wie Mailand spielt? Ja, also klar, es gibt gewisse Erwartungen, würde ich mal sagen, und verschiedene Mannschaften haben andere Erwartungen. Und das ist aber auch etwas, was man dann im Voraus weiß, bevor man mit einer Mannschaft praktisch unterschreibt. Also hier in Mailand gibt es halt eine gewisse Erwartungshaltung, halt immer mitzukonkurrieren in den nationalen Titeln und halt auch in Europa eigentlich oben mitzuspielen und immer die Chance zu haben, in Europa maximalen Erfolg zu haben. Und wenn das dann halt nicht funktioniert, dann ist es dann ab und zu sehr, sehr schwierig und man versucht halt die Erwartungen zu erfüllen. Also klar, da ist schon ein Unterschied, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall ist da ein Unterschied. Du hast es angesprochen, die Erwartungshaltungen sind sehr hoch. Mailand will natürlich immer um Titel mitspielen. Jetzt steht ab dem 14. Februar der Pokalwettbewerb Coppa Italia an, der live bei uns bei Dine übertragen wird. Ihr startet in einem Final Eight Wettbewerb, was ja für uns deutschen Basketballfans was Ungewöhnliches ist. Bei uns ist ja ein Top Four am Ende. Ihr startet gegen Trento, die habt ihr vor knapp einem Monat habt ihr die geschlagen. Beschäftigt ihr euch besonders mit diesem Wettbewerb und merkt man, dass das ein Titel ist, der auf jeden Fall am Ende auf der Habenseite stehen soll? Ein Pokal zu gewinnen oder einen Titel zu gewinnen, ist eigentlich die höchste Priorität, weil
das geht so in die Geschichtsbücher ein und das ist halt immer etwas, wo so ein bisschen am Ende der Saison, wo der Erfolg so ein bisschen gemessen wird, was man alles gewonnen hat. Also da steht schon, also liegt schon ein sehr großer Fokus drauf und das merken wir Spieler und das wird auch so, das wird auch als große Sache gehandelt. Also das wird auf jeden Fall ein großes Turnier und wie gesagt, die Erwartung ist und die Hoffnung ist, da zu gewinnen. Jetzt hast du natürlich schon ein paar Pokalwettbewerbe gewonnen. Ich habe es angesprochen. Du hast mit Bamberg das Double mal gewonnen. Du hast mit Berlin Meisterschaft und Pokal gewonnen. Jetzt bist du mit Mailand da im Pokalwettbewerb. Da hast du natürlich jetzt auch ein paar Mitspieler an deiner Seite, die unfassbar viel Erfahrung haben. Ja? Wie ein Mirotic, wie ein Nicolò Melli. Wie gehen solche Führungsspieler mit, sage ich mal, einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte um? Hat man da schon nochmal so ein anderes Maß an Leadership kennengelernt? Oder hast du gesagt, okay, das unterscheidet sich wenig wie in der BBL? Also, wie gesagt, das Turnier hat noch nicht angefangen. Also, das ist jetzt alles nur hypothetisch, aber ich gehe schon davon aus, dass, ich meine, das kennst du ja auch als Spieler, dass sobald ich so Do-or-Die-Spiele, da wird die Intensität wird einfach erhöht und man merkt, dass es ein anderes Spiel ist, beziehungsweise dass Führungsspieler einen anderen Fokus haben und anders auftreten und seriöser auftreten und man merkt es in kleinen Kleinigkeiten, in der Art und Weise, wie Spieler sich vorbereiten in der Kabine, im Warm-up, die Trainingseinheit vor dem Spiel und ich denke, das sind alles Sachen, die ich erwarte jetzt in den nächsten Wochen, wenn wir auch jetzt das Turnier anfangen, dass die Intensität, der Fokus und Zusammenhalt auf jeden Fall nach oben geschraubt wird. Absolut. Gib uns mal einen kleinen Einblick. Wo siehst du die größten Unterschiede zwischen dem Basketball in Italien und dem Basketball in Deutschland? Wow, größten Unterschiede. Also ich habe beispielsweise neulich ein Gespräch mit Leon Kratzer gehabt, der gerade in Paris spielt, und der meinte, die französische Liga ist im Durchschnitt so viel athletischer als die deutsche Liga. Das ist für ihn so der größte Unterschied. Aus seiner Sicht Okay. wird in Deutschland besserer Basketball an sich gespielt, was Ja. jetzt taktisch angeht. Aber die Athletik ist eine andere. Gibt es da so ein Merkmal in Italien, das vielleicht heraussticht? Ich finde, die Atmosphären in den Hallen, also wenn wir auswärts spielen, das ist also der Heimfaktor ist auf jeden Fall ein großer Faktor so in Italien, habe ich das Gefühl, dass die Fans hinter ihren Mannschaften sehr stehen, sehr temperamentvoll, mit sehr viel Enthusiasmus und Leidenschaft hinter ihren Mannschaften stehen. Und ich denke, das gibt der Heimmannschaft immer einen kleinen Vorteil. Das heißt, es ist sehr schwer, Auswärtssiege zu bekommen. Vielleicht würde ich das sagen. Für mich persönlich, tatsächlich, und wahrscheinlich eine Antwort, die du vielleicht nicht so oft hörst, die Basketbälle und die Körbe, ich finde, die variieren sich von Halle zu Halle in Italien. Und Also, warte da. mal kurz, ich muss einhalten. Ihr habt nicht einen einheitlichen Spielball? Doch, aber der Spielball ist sowas anders, also sowas von anders wie der Euroleague-Spielball. Das Okay. heißt, man muss sich, ich bin als Spieler immer ein Spieler gewesen, der, ich war sehr sensibel, wenn ich den Basketball gewechselt habe. Keine Ahnung, ich war immer im Sommer zum Beispiel bei der EM, dann, ich weiß noch, 2017, dieser Fieberball, ja, bis ich ein Gefühl für den entwickelt habe und bis der mir nicht aus der Hand rutscht, wenn ich den Ball nach vorne bringe oder selbst beim Wurf, dass ich ein Gefühl habe, dass der Ball richtig in der Hand liegt, das dauert bei mir immer. Und wenn ich von Euroleague spiele und dann ein Spiel habe in der italienischen Liga, auf einmal diesen italienischen Ball in der Hand habe, da struggle ich ab und zu. Und dazu, ab und zu hat man hier die Ringe in der italienischen Liga, sind wirklich anders als in der Bundesliga. Die sind so, ab und zu sind da so Ringe, die sind super, so hard rims, weißt du? Wo wenn der Ball den Ring berührt, ist keine Chance, dass der Ball reingeht, sondern dann kriegst du den hektischsten Brick aller Zeiten, so. Und ich würde sagen, für mich persönlich, das ist ein krasser Unterschied so zwischen der italienischen Liga und der Bundesliga, dass so Halle zu Halle du immer so
unterschiedliche Körbe so spürst und dass die Basketbälle ab und zu anders aufgepumpt sind, wenn er ein bisschen flacher ist oder ein bisschen zu doll aufgepumpt ist, dann keine Ahnung, das ist so ein bisschen vielleicht eine unorthodoxe Antwort, aber für mich Na, aber persönlich. ich kann dich, also du, ich kann dich absolut nachvollziehen. Ich erinnere mich mit Grauen an die Nationalmannschaftszeit zurück, wenn wir da von neu immer mit diesen komischen Plastik-Moltenbällen spielen Aber mussten. Wenn da ein Tropfen Schweiß dran war, dann ist der durch die ganze Halle geflogen, dieser Ball. genau. Deswegen kann ich Oder den Ansatz auf jeden Fall nachvollziehen. wenn du einen Bodenpass spielst, weißt du, und der Ball also dotzt nicht, sondern so rutscht auf dem Feld, dann Ja. schmeißt du halt einen Turnover, weil der Ball einfach nicht aufkommt. Denkst du dir, das kann nicht wahr sein, so, weißt du? Also, ja. Ja, krass. Ja, das ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall, den ich auf jeden Fall fühle. Ich weiß ja, du bist ein absoluter Liebhaber eines italienischen Gerichts. Ja. Für dich gab es ja keine Mahlzeit bei der Nationalmannschaft, wo wir ja lange Jahre zusammen verbracht haben, ohne die gute Spaghetti Bolognese. Merkst du da, also du musst mir schon sagen, du hast mir wahrscheinlich jetzt in Italien bis jetzt so die beste Pasta gegessen, oder? Safe, safe, safe. Ey, die italienische Küche ist ja kein Geheimnis, ist einer der besten der Welt. Und tatsächlich, ich habe damals in der Nationalmannschaft Spaghetti Bolognese gegessen, aber Spaghetti Bolognese ist eigentlich nicht das eigentliche Gericht. Normalerweise isst man die Ragu, also die Ragu-Soße mit Tagliatelle. Und das habe ich Ah, hier, okay. ja genau, das ist ein Gericht, das tatsächlich aus Bologna kommt. Also ich hab mich sogar weiterentwickelt und ich esse nicht nur das Gericht, sondern ich recherchiere sogar über die Ursprünge des Gerichtes und versuche der italienischen Geschichte ein bisschen recht zu werden, weil das ja ein großer Teil der Kultur hier ist, weißt du, und ein bisschen über die Gerichte halt kennenzulernen. Nee, es macht schon sehr Spaß hier. Also das Essen ist unfassbar. Egal in welchem Restaurant du essen gehst, alles schmeckt gut und das ist schon sehr krass. Was ich auch ziemlich krass finde, ich habe ein bisschen recherchiert, weil, wie du weißt, meine Kinder sind große Fans von dir. Ja. Und ich hab mir mal euren Fanshop angeschaut. Also ich finde es überkrass, dass Trikots eurer Mannschaft, ich glaube, die kosten nur ein Fuffi. Also ich finde, da kann sich jeder Easy Credit BBL-Verein meine Scheibe dran abschneiden. Ja, wirklich, ihr habt richtig geile Trikots und die kosten einfach nur 50 Euro. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und die sind wahrscheinlich noch von Giorgio handgefertigt, ja? Ja, also das hat mich auch immer ein bisschen aufgeregt, tatsächlich, als ich in Deutschland gespielt habe und auch bei der Nationalmannschaft. Erstens, dass wir Spieler für unsere eigenen Trikots halt immer blechen müssen und zweitens, dass das auch so teuer ist, denke ich mir als Fan, tut schon weh, so richtig Asche zu droppen, um sich so ein Trikot zu kaufen. Das ist nicht mal so ein kleiner Kauf, sondern es ist schon Geld, ja. Auf jeden Fall. Ja, und mich hat es gerade gewundert, halt bei, ich meine, ihr heißt Armani Milano, Ja. der Chef von Armani sitzt courtside bei euch. Wie ist das eigentlich? Der wirkt als sehr sympathischer Mann, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist schon bemerkenswert, wie sehr, mit wie viel Leidenschaft der hinter der Mannschaft steht. Und man merkt richtig, dass das schon so ein integraler Punkt seines Lebens ist. Also, dass der wirklich gerne Basketball schaut und ich meine, ab und zu kommt er sogar zu Auswärtsspielen und schaut sich die an. Ist schon verrückt, die Leidenschaft, die er hat und wie sehr er diese Organisation supportet. Ja, das herausragend. Maodo, wir sind schon zum Ende gekommen. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute für den Pokalwettbewerb. Zum Abschluss soll ich dir noch ganz liebe Grüße von meinem Sohn sagen. Er übt jeden Tag den Killer Crossover Reject the Screen von Maodo Lo. Stark, Mann, stark. Ey, das Ey, freut mich. bleib. Liebe Grüße zurück, liebe Grüße zurück. Vielen Dank. Bleib gesund. Gesundheit ist Danke. das Wichtigste. Dir und deiner Familie noch eine gute Zeit in Mailand und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke, Basti, Alter. Danke, Mann. Danke sehr.